herzlich willkommen zu Planvoll Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer und mir gegenüber sitzt wie immer Martin Südmeier. Hallo Martin, wie geht's? Lars, willkommen auch an dich und an unsere Hörerinnen und Hörer. Mir geht's bestens. Ich genieße diesen wunderbaren Sonntag und freue mich auf unseren neuen Podcast. Fällt dir was auf an Sound bei mir? Ja, ich sehe, im Hintergrund hast du jetzt deinen Umzug vonstatten gebracht und hast Teppichboden in deinem neuen Zimmer. Ja. Also es ist viel besser. Ja. Ich glaube, ja, alle werden begeistert sein. Sound ist auch deine Stimme kommt noch besser rüber. Wunderbar. Martin, wir wollen nochmal einen kleinen Ausflug in die Welt der neurologischen Erkrankungen bei Prominenten machen. Als Start, hatten wir gesagt. Und zwar hat sich Brad Pitt geoutet, dass er Facial Blindness hat oder, wie wir auf Fachchinesisch sagen, Prosopagnosie. Hast du das mitbekommen? Nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast heute Morgen, habe ich auch nochmal nachgelesen und ich bin nicht so in der Hollywood-Szene verankert. Was ich gelesen habe, war, dass Lars von Trier Parkinson hat. Das stand, glaube ich, gestern in der Zeitung. Aber du bist ja eher in Hollywood unterwegs und also Bruce Willis, Brad Pitt. Aber erzähl doch mal kurz. Ich bin großer Lars von Trier-Fan. Das finde ich, find ich wunderbar, was der macht. Und das hatte ich aber nicht mitbekommen. Ja, ganz kurz, weil es ein interessantes neuropsychologisches Syndrom ist. Das ist nämlich die Unfähigkeit, Gesichter zuzuordnen oder vielmehr Personen alleine anhand eines Gesichts zu erkennen. Und er hat das wohl im Interview gesagt, dass er da schon immer Schwierigkeiten mit hatte und dass das oft missverstanden wurde als Arroganz oder Abwesenheit. Aber es gibt es tatsächlich. Das gibt es angeboren sogar. Es gibt es auch erworben bei Hirnschädigungen. Wir wissen jetzt keine Details über Brad Pitt, aber es gibt ein Areal im Gehirn, das fusiforme Gesichtsareal, auch das okzipitale Gesichtsareal, was eben dafür zuständig ist, Gesichter zuzuordnen. Und es gibt eben tatsächlich Menschen, die können alles andere erkennen, Landschaften, Gegenstände, Gebäude, aber Gesichter haben sie eben Schwierigkeiten zuzuordnen und können die eben nicht interpretieren. Das sieht für die alle gleich, alle Menschen sehen sozusagen gleich aus für sie und die müssen dann sich helfen und anhand von Stimme oder anderen Merkmalen, auch visueller Art oder auch auditorischer Art, die Person zuzuordnen. Und das ist natürlich bei einem Schauspieler schon interessant zu hören, dass er angibt, dass er das schon lange oder immer gehabt hat. Ne? Und es ist nicht selten, nicht? Also die angeborenen Formen, ich hatte nochmal nachgesehen, liegen so bei 2% in der Bevölkerung. Mhm. Also wobei ich bei Brad Pitt die Diagnose, so hatte ich jetzt nachgelesen, nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast, ist noch nicht gesichert. Ach so, er hat es also, nur im Interview erwähnt. Dass er das vermutet. Also wenn man möglicherweise von seinen Mitmenschen als arrogant und unsozial assoziiert wird, kann das eine Begründung sein, offenbar. Das kann auch in der Kindheitsentwicklung fehlgedeutet werden bei den erblichen Formen. Und wer sich dafür interessiert, dem kann man auch empfehlen, die neuropsychologischen Fallgeschichten von Oliver Sacks zu lesen. Da gibt es ja dieses bekannte Buch, Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Da ist das ja auch zum Beispiel dieser Geschichte Thema, wobei da ja noch das Phänomen dazukommt, dass der ja zum Teil dann seine Frau mit einem Hut verwechselt und auch Hydranten grüßt, wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist und da dein Gesicht da rein sieht, dass er noch mehr als eine Fehlwahrnehmung für Gesichter, sondern dann ist noch ein zusätzliches Reininterpretieren von falschen Eindrücken in Gegenstände. Das nennt sich dann Pareidolie, wenn man sozusagen einen Gegenstand hat und dann noch was anderes zusätzlich reininterpretiert. Also wenn man den Hydrant grüßt und denkt, das wäre ein Kind, der hat dann den Hydranten auch dann auf den Kopf getätschelt und dachte, das seien Kinder. Und bei seiner Frau war es dann die Verwechslung mit dem Hut. Das geht dann über diese Facial Blindness, diese Prosopagnosie dann auch noch hinaus. Aber es gibt diese ganzen interessanten Phänomene. Das fand ich nochmal schön als Anlass, das nochmal aufzugreifen. Und ein absolut lesenswertes Buch. Absolut lesenswertes Buch ist übrigens,
wir haben ja immer ein bisschen hier ein paar biografische und persönliche Ausflüge, ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich Neurologie machen wollte. Ich habe in der Schule diese Fallgeschichten von Oliver Sacks gelesen, fand das unheimlich faszinierend. Und wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal über Zeit des Erwachens gesprochen. Das hat er ja auch geschrieben, das Buch, woraus dann der Film entstand. Und zwar ein Neurologe, der auch auf Bewegungsstörungen spezialisiert war in New York, aber eben bekannt wurde durch diese neuropsychologisch orientierten Fallgeschichten. Ganz faszinierender Mann gewesen, den ich übrigens auch mal persönlich treffen durfte bei einer Lesung. Lebt er noch? Nee, der ist gestorben. Ja. Ja, schon fast, ich meine, sogar fast schon 10 Jahre. Und ein faszinierender Beobachter, nicht? Also, wie er das, oder? Also, ich finde, die Fallgeschichten, das ist schon beeindruckend. Und du hast ihn persönlich kennengelernt und das hat dich zusätzlich geprägt. Ich bin als Student mal zu einer Lesung von ihm gewesen und habe mich dann beim Buch Signier angestellt und habe gesagt, ob ich bei ihm mal ein Praktikum machen kann. Aber da war der schon in Rente und hat gesagt, ich habe gern Studenten unterrichtet, aber da kommen sie jetzt ein bisschen spät. Aber ich habe dann noch eine persönliche Widmung in meinem Buch bekommen. Das ist schön. Aber das am Rande, das sollte gar nicht unser Buchtipp von heute sein, sondern wir wollten einfach mal dieses Phänomen der Gesichtsblindheit mal aufgreifen und einfach nochmal berichten, was das so ein bisschen, was das ist. Viel, viel weiter wollte ich es jetzt gar nicht vertiefen, oder? Nein, ich glaube, das war der Blick nach Hollywood über den großen Teich und jetzt kommen wir wieder nach Kempten und Potsdam. Ja, Martin, willst du Fall der Woche, Fall des Monats erzählen? Oder wie war? Ich kann Fall des Monats erzählen. Ja. Beeindruckt hat mich in diesen Monaten der Fall eines jungen Mannes, der ist so in den 40ern, der zu uns kam nach einer Odyssee, der ist seit 6 Monaten, hatte immer Muskelschmerzen in den Beinen und kann nicht richtig laufen und macht körperliche Arbeit, auch beruflich und war bei zig Ärzten und war jetzt bei uns und gab eben Muskelschmerzen an. Was denkst du, Lars? Muskelschmerzen können ja alle möglichen Ursachen haben. Muskelentzündungen, Myopathien, Myositiden. Ist ja das erst, wenn man erstmal an Muskelschmerzen denkt, dann neigt man natürlich dazu, erstmal einen Muskel zu suchen. Aber ich vermute, so wie du fragst, war die Ursache woanders. Ja, genau. Es ist ja so von bis, nicht? Also kann tatsächlich in der Muskelstruktur liegen oder Entzündungsreaktion oder sonstiges. Oder auch völlig unspezifisch, auch Überbelastungen. Und dieser junge Mann hatte tatsächlich ein sehr seltenes Erkrankungsbild, was wir jetzt nachgewiesen haben, ein sogenanntes Stiff-Person-Syndrom, wo es tatsächlich dazu kommt, dass es zu einer auf Gehirnebene und auf Rückenmarksebene zu einer Veränderung von inhibitorischen, also hemmenden Neurotransmittern kommt oder zu einer verminderten Produktion und deswegen kommt es zu einer vermehrten Muskelanspannung, die sich gerade in den Beinen und im Rücken manifestieren und sich dadurch charakterisieren, tatsächlich durch externe und interne Stimuli, also emotionsbedingt, wenn man unter Stress gerät oder besonders erregt und erfreut ist, dass plötzlich die Muskulatur sich kontrahiert und solche Spasmen auftreten. Und das haben wir bei dem tatsächlich nachgewiesen. Der hat einen speziellen Antikörper gegen ein Enzym, also gegen einen Katalysator, der diese Umwandlungsprozesse im Gehirn und Rückenmark macht. Und sehr selten. Ich hatte es gerade gesagt, 300 Fälle, glaube ich, gibt es deutschlandweit. Und das war eine Sisyphus-Arbeit, aber wir haben den Fall jetzt, glaube ich, gelöst. Und das macht die Neurologie aus, finde ich. Ja. Ab und zu sieht man sowas mal, nicht so oft. Und wir haben ja, wo wir in einem Zentrum für Bewegungsstörungen früher ja lange gearbeitet haben, auch selbst dort sowas selten gesehen. Ne? Ja. Ich erinnere, glaube ich, 1 bis 2 Fälle, oder? Also mehr war es nicht in den vielen Jahren. Ja. Und man kann es behandeln. Das, finde ich, ist auch noch die gute Botschaft, gerade auch für diesen jungen Patienten, denn wir machen jetzt eine Behandlung, eine immunmodulierende Behandlung mit Immunglobulin und zusätzlich noch etwas Muskelreduzierendes mit einem lösenden Präparat.
Und das ist durchschlagend für den, der hat kaum mehr Beschwerden. Und daher fand ich es beeindruckend, von diesem unspezifischen Symptom Muskelkrämpfen zu diesem spezifischen und doch auch gut behandelbaren Erkrankungsbild zu kommen. Das war eigentlich mein Fall des Monats. Ja, vielleicht kannst du das nochmal in einem der weiteren Folgen nochmal aufgreifen, nochmal updaten, wie sich das entwickelt hat. Weil das eine ist ja die Akutbehandlung, das andere ist ja dann die Dauerbehandlung mit der Immunmodulation, Immunsuppression oder eben die zugrunde liegenden Trigger zu finden vielleicht, paraneoplastisch oder ähnliches, muss man ja auch gucken, ne, oder? Und dann schauen, ob man da irgendwas findet, was man behandeln kann. Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal einen ähnlichen Fall vor einigen Podcasts, wo man auch denkt, vielleicht so tumorassoziiert gibt es ja durchaus. Also häufig ist ja spontan auftretend, dann leider ohne spontane Rückbildung, sondern es bleibt dann eben chronisch, also manifest. Aber es gibt eben tatsächlich auch da tumorassoziierte Erkrankungen. Deswegen ist es sicherlich auch ein wichtiges, eine Umfelddiagnostik, die wir bei diesen Patienten durchführen. Und und das hieß ja mal Stiff-Man-Syndrom, wie du ja weißt. Ja. Und das ist ja gendergerecht, weil es ja mehr Frauen als Männer betrifft, hat man sozusagen ja umgenannt in Stiff-Person-Syndrom, um es sozusagen neutral zu halten. Oder sogar Stiff-Person-Spektrum-Erkrankung, weil ja auch noch andere Systeme außer das Nervensystem betroffen sein können und auch im Nervensystem verschiedene Aspekte auftreten können, dass so ein Kontinuum ist, ne? Ja, weil dieses Enzym ja nicht nur im Gehirn und Rückenmark auftritt, sondern beispielsweise auch in der Bauchspeicheldrüse. Und deswegen, wenn das da gestört ist, entwickeln Patienten beispielsweise Diabetes. Den hat dieser Patient zwar nicht, aber auch das ist ein Bereich, den man sich angucken muss. Oder auch andere Vitaminmangelstörungen können darunter auftreten. Also spannend, was die Medizin so bietet und freut mich immer, wenn man sowas aufdeckt und da auch gut helfen kann. Behandeln kann. Und von der Nomenklatur mit der Spektrumerkrankung kommt mir nochmal der Gedanke, das findet man ja bei verschiedenen anderen Erkrankungen auch, diesen Ausdruck jetzt immer mehr. Und ist auch Ausdruck dessen, dass die Medizin nicht nur in einem Fachgebiet dann immer gesehen wird, sondern dass man einfach kennenlernt, dass verschiedene Systeme im Körper betroffen sein kann, wenn man den, oft sind das ja dann immunologische Trigger, gefunden hat und sie das einfach ganz breit manifestiert. Und dieser Begriff, mir gefällt das eigentlich dann, wenn solche Krankheitsentitäten dann als Spektrumerkrankung, wo man einmal von bis alle möglichen Manifestationen finden kann. Und das findet man ja bei Autismus zum Beispiel auch und bei anderen Bereichen in der Neuroimmunologie, wo dieser Begriff neuerdings oder in den letzten Jahren immer häufiger verwendet wird, um dieser komplexen, ja, ein Spektrum von verschiedenen Manifestationen Rechnung zu tragen. Das finde ich da auch nochmal erwähnenswert im Zusammenhang. Ja, und was, ja, sehe ich genauso, macht es aber auch manchmal nicht einfacher, nicht? Nee. Wenn man dann doch wirklich Mischbilder vor sich hat, die doch auch die differenzialdiagnostische Herangehensweise deutlich erschweren. Aber ich glaube, die Begrifflichkeit ist gut gewählt. Sag, was war dein Fall des Monats? Ich habe einen Fall, der etwas länger zurückliegt, den ich nochmal erzählen wollte, weil ich irgendwie im Dialog letztes Mal gefragt wurde, im Gespräch jetzt außerhalb der Klinik, was denn das Krasseste ist, was man so in der Neurologie erlebt, hat mich jemand gefragt. Dass du mich kennengelernt hast. Erlebt habt und dass ich dich kennengelernt habe, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, also, mir so rekapitulieren, da fiel mir ein Fall ein, den wir noch in Düsseldorf erlebt hatten, den wir auch in einem Buchkapitel danach aufgearbeitet haben, als Neuropsychiatric Challenge. Das war ein Mensch, der hatte Läsionen im Thalamus auf beiden Seiten. Thalamus gilt ja als das Tor zum Bewusstsein. Alle sensorischen Inputstränge, ob es Oberflächensensibilität ist oder Sehen oder gehen ja da durch und werden mit dem Großhirn verknüpft. Auch Wachheit wird dort reguliert. Und so wie auch der Subthalamus, den wir ja in der tiefen Hirnstimulation aufstellen, ist das ja eine unheimlich faszinierende, relativ kleine Struktur in der Tiefe des Gehirns, die für wahnsinnig viele Funktionsverknüpfung da ist. Und so hatten wir damals mal einen Patienten, der
da so MRT, also kernspintomografische Auffälligkeiten hatten, wo wir lange nicht rausgefunden haben, ist das eine Entzündung, ist das eine primäre Blutung, ist es ein Autoimmunprozess oder ein Tumor. Und es war diagnostisch sehr schwer aufzuarbeiten, weil das mit Bildern nicht gut darstellbar war. Und letzten Endes war es eine Thrombose der tiefen Hirnvenen, die sich auf beiden Seiten manifestiert hatte und auch zu so Rückstauungsblutungen geführt hatte und zu Schwellungen und zu einem sehr bunten Störungsbild geführt hatte. Wachheitsstörungen, zum Teil delirantes Symptombild, auch Gedächtnisstörungen, Konfabulation, Perseveration, also haften bleiben bei bestimmten kognitiven Inhalten. Und das war sowohl diagnostisch sehr challenging als auch therapeutisch, weil es sehr lange gedauert hat, bis sich das zurückgebildet hat unter der Antikoagulation, also Blutverdünnung, die man dann macht. Und auch vom Verhaltensmanagement des Patienten war es sehr schwer, weil der Weglauftendenzen hatte und schwierig führbar war und sich einmal vom Gelände entfernt hatte und solche Dinge, wo man dann auch in den psychiatrischen Übergangsbereich kommt. Und das kennst du ja auch sehr gut. In der Neurologie sind solche Patienten gut aufgehoben für die Behandlung dieser Gehirnstörung, aber oft sind es eben vom Verhalten dann doch auch, können es auch zeitweise psychiatrische Patienten werden, die man aber in einer offenen Umgebung wie in der Neurologie ja nicht einsperren, festhalten kann und auch nicht will. Und da hat man es manchmal schwierig, das zu gestalten, dass man die Sicherheit für die Patienten gewährt und muss dann mal eine Abwägung treffen. Wenn man solche Patienten dann in eine Psychiatrie verlegt, wo man den Rahmen geschützter wählen kann, ist dann vielleicht die fachliche Betreuung von solchen Fällen dann nicht mehr so da. Und das erinnere ich als einen sehr markanten Fall in jeglicher Hinsicht. Das wollte ich mal berichten. Also tiefe Thrombose der Hirnvenen mit Läsionen des Thalamus. Wobei der ja offenbar sehr agil war, der Patient. Ja. Denn meistens sind die ja doch eher sediert, also somnolent bis komatös, wenn sie da ja ihre Läsionen haben im Thalamus. Ja. Das ist ja eher ungewöhnlich, dass sie dann durch die Gegend laufen. Ja, der hatte auch Vigilanzschwankungen, hatte auch Phasen, in denen er nicht so wach war. Das war viele Wochen bei uns stationär. Also er ist nicht im Einkaufszentrum eingeschlafen dann? Das mit dem Einkaufszentrum hatte ich jetzt offiziell gar nicht geäußert. Aber in der Tat ist jetzt anonym. In der Tat war der uns weggelaufen und wir haben uns da viel Sorgen gemacht, suchen lassen und hatte Gott sei Dank Patientenarmband mit seinem Namen und hatte sich dann in einem sehr bekannten Shoppingbereich in der Innenstadt an den Service Point gewendet und um Hilfe erbeten. Und haben ihn dann wiedergefunden. Und am letzten ist die Geschichte ist gut ausgegangen. Wir haben ihn gut behandelt. Aber ja, fiel mir ein beim Stichpunkt, was erlebt man so alles Krasses, Schwieriges in der Neurologie, weil das von der Diagnostik bis zur Therapie ein hartnäckiger, schwieriger Fall war. Und einfach auch den Spektrum zwischen Neurologie und Psychiatrie nochmal ganz plastisch so dargestellt habe, dass ich es auch, ich glaube, es ist schon 10 Jahre her der Fall, noch ganz, ganz plastisch in Erinnerung habe. Finde ich nochmal ein Thema, was Sie aufgreifen können in einem nächsten Podcast, denn ich finde, unabhängig jetzt von dieser eindrücklichen Geschichte, wir haben ja immer wieder auch die Konfrontation oder die Situation mit Angehörigen von Patienten, ja, wo wir einfach nicht gewährleisten können, dass Patienten bei uns in einer normalstationären Betreuung überwacht werden. Also weil die möglicherweise flüchtig sind, weil sie möglicherweise kognitive Einschränkungen haben oder möglicherweise Grunderkrankungen, die sie in dem Moment eben nicht zu einer normalen Willensbildung ausprägen. Und wie man damit umzugehen hat aus ärztlicher Sicht, was ja bis hin zu Zwangseinweisungen führen kann, wenn es eben um eigene Fremdgefährdung geht. Und wie man das aber auch Angehörigen kommuniziert, wo wir doch also häufig auf Missverständnisse stößen und das ist ja auch ein Verantwortungsbereich ist, den man manchmal gar nicht eingehen kann. Nämlich wenn da jemand im Winter wegläuft und irgendwie draußen in der Kälte auf einer Parkbank sitzt, dann kann das schwierig werden.
Und da sind wir in der Verantwortung und müssen auch manchmal Konsequenzen ziehen, die nicht immer, nicht jedem eingängig sind. Ja, Freiheit ist ein hohes Gut, das höchste Gut mit in Deutschland. Und die will man und darf man jemandem nicht einfach nehmen, wenn man nicht einen akuten Grund hat. Ne? Ja. Umgekehrt sind die Menschen bei uns in Obhut und wir sollten eigentlich sicherstellen, dass sowas nicht passiert. Und das ist oft eine Gratwanderung, auch eine rechtliche Gratwanderung. Da gibt es klare Regeln, wann man jemanden sedieren, fixieren, freiheitsentziehende Maßnahmen sozusagen anwenden darf und wann eben nicht. Und das darf man immer dann nicht, wenn es nicht akut ist. Und akut heißt wirklich, man muss es dann, wenn man Fixierung oder andere Maßnahmen ergreifen möchte oder muss, muss man das ja stündlich oder in einem sehr engen Rahmen protokollieren und begründen. Und sobald die Situation sich gebessert hat, darf man es eben nicht mehr oder muss es dann wirklich betreuungsgerichtlich wirklich dann länger bescheinigen. Und man muss ja, da gab es ja auch Gerichtssprüche, glaube ich, wo Psychiatrie-Patienten geklagt hatten, ja auch mal eine 1:1-Betreuung vorsehen, was ja im heutigen Pflegemangel ja im Alltag kaum machbar ist. Und das ist jetzt ein Beispiel von Patienten, der einfach ganz zugänglich nett war und wochenlang bei uns war. Man kann ja denn niemanden nicht, wenn er dann plötzlich auf die Idee kommt, mal irgendwo hinzugehen, der wollte wahrscheinlich gerne nicht weglaufen, sondern irgendwo gucken gehen und war dann desorientiert. Solche Menschen kann man ja nicht über Wochen fixieren oder einsperren. Und das ist wirklich eine Abwägungssache dann von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Das ist auch nochmal ein Aspekt, den können wir vielleicht nochmal aufgreifen, wie wir vieles aufgreifen wollen. Das war gar nicht mein Hauptthema, aber das ist sicherlich auch was bei mir eindrücklich zurückgeblieben ist, anhand von so einem Fall zum Beispiel, dass man da immer wieder nachdenkt, wie manage ich das jetzt? Ich finde, das können wir durchaus nochmal aufgreifen und ja, auch mal über rechtliche Grundlagen, du hast es gerade schon angerissen, sprechen und auch vielleicht, wie wir sowas kommunizieren und hoffentlich gut kommunizieren. Genau. Das war jetzt eine Situation, wo die Kommunikation mit den Angehörigen und gut gelaufen ist und auch alles gut gegangen ist und auch die Behandlung am Ende gut gegangen ist, aber sowas kann schon eine harte Nuss sein und gerade so tiefe Thrombosen in den kleinen Venen, das kann schon lange dauern, bis sich sowas zurückbildet. Und wenn es dann so Ödeme, Schwellungen gibt an den Stellen und mit leichten Einblutungen, selbst wenn die Thrombose wieder behoben ist, kann es ja lange dauern, bis dieses neuropsychiatrische Störungsbild sich wieder gegeben hat. Und manchmal bleiben ja sogar dann noch Schäden. Das kann ganz schön schwierig sein. Jetzt haben wir doch wieder länger geredet, als wir wollten. Das macht sonst nicht Spaß mit dir, Martin. Das war mit dir auch. Lass mich überleiten in die Frage zum Paper des Monats, denn das ist ja auch unser Anspruch, dass wir etwas Wissenschaftliches berichten. Lars, was dir am meisten aufgefallen in dem wissenschaftlichen Diskurs? Ja, ich habe ein Paper gefunden, was in Molecular Psychiatry veröffentlicht wurde. Muss ich gerade gucken. Das ist sogar mal sehr hochrangiges psychiatrisches Journal, eine Review-Arbeit, also eine Literaturübersicht, und zwar ein Umbrella-Review, nennt sich das. Das heißt, es ist eine Übersichtsarbeit über Übersichtsarbeiten, also sozusagen eine Meta-Analyse von allen Übersichtsarbeiten, die es zu diesem Themenbereich gab, vom University College of London, am 20. Juli erschienen. Und zwar geht es darum, ob Serotonin mit Depressionen in Zusammenhang gebracht werden kann oder nicht. In der Laien- und auch im psychiatrischen, neurologischen Szenen ist es ja eigentlich Common Sense fast schon, zu sagen, ja, Depression ist eine Erkrankung, die hat viele Faktoren, aber unter anderem sind die Neurotransmitter, die Stoffwechsel, die Botenstoffe im Gehirn durcheinander und Serotonin, unser Wohlfühl, Hormon ist dort, da ist Mangel und man muss durch Medikamente diesen Mangel ausgleichen und zu einem erhöhten Serotoninspiegel führen. Und die Autoren haben jetzt ganz viele Studien untersucht, 17 Studien mit systematischen Reviews und haben da Studien untersucht, wo es um Serotonin-Plasmaspiegel gab, aber auch Rezeptorbindungsstudien, Bildgebungsstudien untersucht,
Tryptophanstoffwechsel, also alles in diesem Dunstkreis der Neurotransmitterversorgung. Und um es kurz zu machen, Sie sagen, es gibt keinen schlüssigen Beleg unter Analyse all dieser Studien, dass Depression mit einem Serotoninmangel assoziiert ist. Und sagen, ich kann es mal vorlesen, this review suggests that the huge research effort based on the serotonin hypothesis is not produced convincing evidence of a biochemical basis to depression. Ja, und dann, we suggest it is time to acknowledge that the serotonin theory of depression is not empirically substantiated. Das ist schon Hammer. Ja, ich kann jetzt in die Details reingehen. Die haben auch untersucht, genetische Studien und auch ob Serotonin, also Medikamente, die in den Serotoninstoffwechsel eingreifen, ob die wiederum sekundär eine Veränderung im Serotoninspiegel bewirken, haben die auch leichte Evidenz für gefunden. Aber die Bottomline ist einfach, von psychiatrischen Experten, die wir beide jetzt ja nicht sind, die Analyse der Weltliteratur, Serotonin und Depression, gibt es keinen Beleg, dass es einen kausalen Zusammenhang hat. Finde ich ziemlich ein Hammer. Dass das immer diskutiert wird, ob die Tabletten wirklich wirken und ob das wirklich alles ist von der Geschichte, ist ja immer in der Fachliteratur mal da. Aber dass das wirklich so exponiert gesagt wird, fand ich jetzt schon ein starkes Stück. Und da frage ich dich, Martin, was machen wir daraus? Wir geben ja Antidepressiva und Serotonin-Reuptake-Hämmer. Sind die, also Pharmastudien zur Wirksamkeit der Medikamente waren jetzt nicht da untersucht. Es ging wirklich um die Stoffwechselgeschichte, Depressive gegen normal Probanden. Aber heißt das auch, dass diese ganze Substanzklasse von Medikamenten gegen Depressionen nicht mehr angewendet werden sollte? Wir sind beide keine Psychiater. Ich wollte gerade sagen, die Diskussion, glaube ich, überlassen wir unseren psychiatrischen Fachkollegen, was Depressionen und deren Behandlung anbelangt. Aber die Aussage ist schon beeindruckend. Ich meine, wenn wir auf unsere Erkrankungsbilder gucken, die wir häufig sehen mit assoziierten Depressionen, beispielsweise Parkinson, gibt es ja durchaus auch in unseren Leitlinien keine richtig gute Evidenz für den Einsatz von Antidepressiva. Auch da wissen wir, dass es nicht zwingend mit einem positiven Effekt behaftet sein muss. Also ich jetzt sagen muss, dass das bei dieser Analyse Exclusion-Kriterien waren, also andere Hirnerkrankungen, Post-Stroke, Depression, Parkinson explizit genannt worden. Diese Studien haben die nicht mit in die Meta-Analyse eingebracht. Es ging jetzt wirklich um die Korrelation, einen Kausalzusammenhang zwischen Tryptophan, Serotonin, Tryptophan-Depletion-Theory, Serotonin, Stoffwechsel, Spiegel im Liquor im Blut, Transmitter-Imaging, und Depression. Würdest du eine akute Konsequenz für dich draus ziehen? Nein, also ich muss ja auch sagen, wir behandeln ja Depressionen als eigenständige Erkrankung jetzt weniger bei uns in der Klinik. Deswegen halte ich mich da zurück und würde mich dann an die Psychiater wenden. Und wie du schon sagst, wir behandeln ja dann eher Depressivität oder Depression im Rahmen von neurologischen anderen Erkrankungen wie nach Stroke. Und da mache ich es weiter, dass ich die Medikamente einsetze, für die es Leitlinienempfehlungen gibt und die man so nach seiner eigenen Erfahrung häufiger einsetzt. Und ich finde schon, dass man jetzt mal aus klinischer Erfahrung sagen kann, dass zum Beispiel antriebssteigernde Antidepressiva, die in Serotoninstoffwechsel eingreifen, zumindest eine Antriebssteigerung machen, eine Wachheit steigern, Morgentief verbessern können. Ich glaube, das kann man schon sagen, aber das muss ja nicht bedeuten, dass die Ursache der Depression da lag, wenn so ein Medikament Antrieb, ne? Also das sind ja, glaube ich, zwei verschiedene Geschichten und da muss man abwarten, was die Literatur da irgendwann bringt, ne? Ja, Ursache ist mein Stichpunkt für mein Paper des Monats. Ja, gut. Und Parkinson. Ne? Ja, denn wir haben ja lange auf
Studienergebnisse gewartet, die jetzt gerade erschienen sind, am 4. August, also vor wenigen Tagen im New England Journal. Ja. Also höher geht es eigentlich nicht, oder? In der medizinischen Publikationswelt. Und da gibt es zwei Studien, die publiziert sind, zu Antikörpern, die gegen ein Protein bilden, was ja bei Parkinson von Relevanz zu sein scheint, nämlich das Alpha-Synuclein. Und zwar heißen die Antikörper Zinpanemab und Prasinezumab. Und man hat mit beiden Antikörpern in zwei unterschiedlichen Studien versucht, dieses Protein aus dem Gehirn rauszuziehen oder den Abbau zu reduzieren, um dadurch bei Parkinson-Patienten, die im frühen Stadium waren, das heißt, sie sollen nicht länger als 3 Jahre erkrankt sein und am besten waren sie ohne Medikation, grundsätzlich oder zumindest 12 Wochen vor Studienanschluss ohne Medikation. Und man hat sich angesehen, was passiert, wenn man diese Substanzen gibt. Und aus Tiermodellen hatte man die Theorie entwickelt, dass sich dadurch die Erkrankung verbessert oder aufhalten lässt, deren Progression, also deren Fortschritt. Und beide Studien sind negativ ausgefallen. Man hat sich das angeguckt in der Studie, die ich jetzt hier nochmal zitieren wollte, mit dem Zinpanemab nach 52 Wochen und hat gesehen, was passiert in 52 Wochen in insgesamt 4 unterschiedlichen Gruppen. Einmal eine Gruppe von Patienten, die ein Placebo-Präparat bekommen haben, also keine aktive Substanz. Und dann in 3 unterschiedlichen Gruppen in verschiedenen Dosierungen. Und man hat gesehen nach 52 Wochen, dass sich kein Unterschied in der fortschreitenden Erkrankungsschwere gezeigt hat. Auch in anderen sekundären Endparametern, wie beispielsweise dem Dopaminstoffwechsel im Gehirn, auch da gab es keine Veränderungen. Und man hat noch so ein Switchover gemacht, dass man Patienten in dieser Studie, die am Anfang dieses nicht wirksame Substanz bekommen haben, nach 52 Wochen auf die aktive Substanz gesetzt hat und dann auch für 20 Wochen nachbeobachtet hat. Und auch bei denen hat sich keine Veränderung gezeigt, sodass das eigentlich frustrierende Ergebnisse sind. Und ja. wenn wir ein bisschen überleiten, nochmal, wir hatten ja schon über Aducanumab gesprochen bei Alzheimer, ja. Das ist ja ähnlich. Auch da sind es ja Proteinaggregate, in diesem Fall Beta-Amyloid, was sich ablagert im Gehirn, wo man gedacht, da liegt das pathologische oder pathogenische ja. Agens drin, also die Ursache der Erkrankung. Auch die Studien waren ja letztendlich nicht richtig nicht wegweisend. Halb positiv. Da war immerhin dieses Imaging Substrat positiv, ja, ne? Sodass das ja zur Zulassung, also gut, können wir die Geschichte können wir jetzt, glaube ich, nicht hier noch komplett diskutieren, ja. Aber immerhin waren die Ergebnisse so, dass man vielleicht daraus ableiten kann, dass es funktioniert und immerhin in den USA ja zugelassen ist. Dann, ne? So ist es, in Europa aber nicht, das muss man auch sagen. Und bei Parkinson ist es... Das ist schon frustrierend, oder Lars? Also es wäre toll gewesen, hätte man da jetzt den Durchbruch erlebt. Aber offenbar scheint das Alpha-Synuclein tritt auf im Parkinson-Gehirn, gar keine Frage, vermehrt. Es gibt ja auch durchaus Alpha-Synuclein in unterschiedlichen Faltformen, auch bei Gesunden. Aber den Entzug des Gehirns mit Alpha-Synuclein durch diese Antikörper, das war nicht wegweisend. Was denkst du dazu? Ja, das sind ja 2 verschiedene Antikörper, die an verschiedenen Stellen sozusagen binden und aber beide, aber es ist ja letztendlich der Versuch, extrazellulär das irgendwie rauszufischen und die Frage ist, kommt man tief genug in das Neuron rein, um da zu beeinflussen. Und ich würde daraus jetzt nicht schlussfolgern, ich bin da wirklich kein Experte, was den Pathomechanismus angeht, aber dass der Ansatz komplett jetzt zu vernachlässigen ist, glaube ich nicht. Aber man muss da vielleicht andere Wege gehen, um den Antikörper vielleicht an die Stelle zu bringen, wo er noch mehr Wirkung entfalten kann. Und zumindest kann man aber sagen, dass die Verträglichkeit in Ordnung war, oder? Das ist ja auch die Verträglichkeit war relativ gut. Also die haben ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, die Patienten, Nase laufen, aber nichts richtig Gravierendes an Nebenwirkungen, keine schwersten Komplikationen, aber auch ohne großen Effekt oder ohne Effekt. Das ist dann, hebt sich dann auf sozusagen. Ja.
Aber wir warten ab und beobachten das und werden es hier auch natürlich regelmäßig berichten, finde ich, was sich auf diesem Feld ergibt. Und das ist ja auch Auftrag unseres Podcasts, dass wir darüber informieren und aktuelle Themen besetzen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Aktuelles. Und du, lieber Lars, möchtest doch uns zum Schluss einen Buchtipp geben? Ach so. Und uns noch einmal deine holde Stimme sozusagen im Lektorat hier zu bringen? Nee, im Lektorat nicht. Ich habe nur eine Sommerlektüre gehabt. Es war auch Spiegel-Bestseller. Das finde ich mal ganz amüsant. Heinz Strunk, hast du auch schon mal was von gelesen oder gehört? Fleisch ist mein Gemüse, habe ich mal gelesen, oder? Genau. Und der hat ein Buch geschrieben, Sommer in Niendorf. Herrliche Charakterstudien von den Abgründen und Tiefgründen der Menschheit. Und in einem Kapitel, Kapitel 34, auf jeden Fall war das jetzt in meinem Hörbuch, Kapitel 34, ich habe es ehrlich gesagt gehört, wird ein Mann beschrieben, der so beiläufig beobachtet wird, ein alter Mann, der sein linkes Bein in seltsam runden Bewegungen nach sich zieht und er bleibe immer stehen, ob er nicht vielleicht die Schaufensterkrankheit hätte. Und da fand ich so als Leser oder Hörer, als Neurologe, habe ich mich sozusagen hereinbegeben in die Beobachtung und bin der Meinung, was meinst du? Ich würde sagen, das ist keine Schaufensterkrankheit, wenn man das Bein kreisend nach sich zieht, sondern es klingt nach einem typischen Zirkumduktionsgangbild bei einer spastischen Hemiparese. Ein Wernicke-Mann-Gangbild, was der Heinz Strunk eben nicht kennt, aber er hat es, ohne es zu wissen, wie das aussieht, so treffend beschrieben, hat er nur die falsche Schlussfolgerung. Das fand ich interessant, als ich es gelesen habe. Also der Wernicke-Mann-Gang ist ja sozusagen, man hat eine Flexionshaltung bei einer Hemiparese, Halbseitenlähmung im Arm. Der Arm ist gebeugt und das Bein ist gestreckt und wird, weil es so spastisch so eine Tonuserhöhung hat, wird es in so einer Streckhaltung immer so kreisförmig nach sich gezogen. Ich denke, das hat er beobachtet. Während die Schaufensterkrankheit, können wir vielleicht auch für die interessierten Nichtfachleuten sagen, ist ja die periphere arterielle Verschlusskrankheit, bei der es zu einer Durchblutungsstörung in den Beinen kommt und die Menschen anhalten, weil sie Schmerzen haben, weil die Beine nicht mehr durchblutet werden und deswegen immer so tun, als würden sie im Schaufenster sich was angucken, warten, bis wieder genug Blut im Bein ist und dann weitergehen. Also ein völlig anderer Punkt. Und ich glaube, hier irrt Heinz Strunk in seinem Roman, weil sein Protagonist eben nicht die Schaufensterkrankheit beobachtet hat, sondern das Wernicke-Mann-Gangbild. Das fand ich irgendwie schöne Sommer. Beobachtung in der Literatur. Und ich stelle fest, deine Aufmerksamkeit ist auch beim Hörbuch hoch, dass dir diese Details auffallen und du Fehldiagnosen sogar interpretierst und korrigierst. Und ich bin gespannt auf den Leserbrief an Heinz Strunk. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Nee, du wolltest doch noch was erzählen, Martin. Du wolltest auch noch jetzt hier noch, ich lese sozusagen, erzähle von Heinz Strunk, aber du bist ja für die höhere Bildung und höhere Kunst zuständig und deswegen darfst du deine kürzliche Beobachtung auch noch schildern. Ich habe dir nur berichtet, aber das ging gar nicht um den Podcast, dass wir gerade eine interne Fortbildung hatten und es war eine Mitarbeiterin, die einen tollen Vortrag gehalten hat und zum Schluss ein Bild aus dem Schweriner Museum gezeigt hat von Edvard Munch, der sich dargestellt hat mit spanischer Grippe und es erinnerte an Covid-Zeiten, wie er da eingehüllt war. Und er hat, glaube ich, keine Enzephalitis lethargica am Anschluss entwickelt. Also da sieht man schön, wie man eben mit einer Virusinfektion da niederliegen kann. Und Munch hat es im Selbstbildnis schön dargestellt. Und das fand ich ganz nett zu sehen in diesem Vortrag. Und das hatte ich dir berichtet. Also jetzt haben wir auch noch die Kunst mit reingenommen, die Literatur, wunderbar. Fälle des Monats. Tolle wissenschaftliche Expertise gehört zu verschiedenen Papern. Jetzt bleibt uns nur noch der Ausblick für unsere nächste Folge. Ja. Vielleicht wollen wir das noch kurz erwähnen. Wir haben nämlich jetzt ein bisschen Latenz gehabt, weil wir auch ein bisschen Urlaub hatten. Das ist jetzt eigentlich unsere Juli-Rückblicksfolge und wir haben entschieden, dass wir keine August-Rückblicksfolge machen, uns aber trotzdem
online gehen werden Anfang September mit einer Extra-Folge. Das ist unsere zweite Extra-Folge. Und da wollen wir die Shortlist-Papers sozusagen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, die Literatur, die wir ausgewählt hatten, aber dann doch gesagt haben, wir nehmen ein anderes Paper des Monats. Da sind jetzt einige zusammengekommen, die zu schade sind, sie gar nicht zu erwähnen. Und die wollen wir in einer Extra-Folge ganz kurz einmal nennen und abhandeln und möchten das im Dialog mit zwei Podcast-Profis und auch Neurologen machen, nämlich die beiden Kollegen von Klinisch Relevant, ein Podcast, der wirklich dreimal die Woche hochprofessionell rauskommt und auch von zwei niedergelassenen Neurologen betrieben wird. Und die haben wir, werden wir zu Gast haben, werden dann zu viert diese ein Ritt durch die Literatur des ersten Halbjahres 2022, die es nicht in den Podcast geschafft haben, machen, noch ein bisschen drüber diskutieren. Das wird dann die Sendung sein, die Anfang September rauskommt oder die Folge. Und wir werden uns dann im Oktober mit einer regulären, mit Episode 7 dann wieder melden. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dich wieder gesehen zu haben, Martin. Bis demnächst. Tschüss, Lars. Tschüss.